Guten Morgen, follow my weekend. Ja, wir haben Samstag früh, wir sind gerade voll am Aufräumen, weil hier ist einfach die Bombe eingeschlagen in den letzten Wochen, weil wir immer am Wochenende nach Hause zu meiner Mutter gefahren sind, nach Remscheid, und ja, wir hatten nie so richtig Zeit aufzuräumen, deswegen ist Robert gerade unten im Keller am Aufräumen. Und ja, ich weiß nicht, wo ich hier anfangen soll. Küche muss noch aufgeräumt werden. Das Büro sieht einfach schrecklich aus. Ich zeige es euch gerade mal. Aber es kommt heute Gott sei Dank alles weg. Weil Robert hat eine Schlafcouch gekauft im Internet. Und ich sehe aus wie ein Streuselkuchen. Ist ja schlimm. Und ja. Und dann werden wir zwischen unsere Nerdregale, ich zeige sie euch mal gerade, unsere Nerdregale. Robert hat, Robert hat sich jetzt Star Wars Figuren im Internet bestellt. Die sind jetzt in der Vitrine drin, also alle noch original verpackt. War wohl ein guter Schnapper. Wir gucken nämlich jetzt jeden Mittwoch, ich glaube auf D-Max oder so, diese Sendung mit diesem Spielzeugjäger, der alte Spielsachen irgendwie, verkauft und ersteigert und kauft und so weiter und so fort. Deswegen habe ich auch meine alten Polly Pockets letztens alle mal wieder rausgekramt. Ja, und dann haben wir da noch ein Regal mit Büchern hier. Und die werden auseinandergeschoben und da kommt wahrscheinlich die Schlafcouch dann bald zwischen. Denn am Donnerstag kommt meine beste Freundin mich besuchen. Und ja, die war noch gar nicht hier in der Wohnung. Also wir sind auch immer noch nicht irgendwie fertig. Wir wohnen seit April hier. Und ja, gerade das Büro ist noch voll das Chaos, wie man sieht. Ja, aber naja, es wird... Und ja, heute werden wir halt ein bisschen aufräumen. Es ist super heiß wieder mal. Und ja, die Schnubbis schlafen auch. Hallo Schnubbis. Ja, ihr seid auch da ganz zusammengekauert. Und die Schwarze liegt dort hinten allein. Ja, denen ist auch ganz schön warm. Bei den Temperaturen ist denen auch natürlich ganz warm. Und ja, was ich unbedingt machen muss, ist meine ganzen Kisten. Das ist echt furchtbar. Ich muss meinen Schminktisch aufräumen, der sieht aus. Ein bisschen verboten. Und ich habe hier noch meine ganzen Boxen. Ich muss hier noch... ich wollte heute wahrscheinlich noch ein Video drehen. Ich hatte ja wieder was hier von Cosnova zugeschickt bekommen. Das wollte ich mir heute abdrehen. Das werdet ihr dann entweder vor oder nach diesem Video sehen. Dann, ja, meine Glossy Box. Das ist jetzt meine vorletzte. Ich habe keine Lust mehr drauf irgendwie. Ich mache da jetzt auch kein Video mehr zu, so toll war die nicht. Und die Brandnose-Box war allerdings ziemlich cool, mache ich jetzt aber auch kein separates Video mehr zu. Außer ihr wollt es sehen, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Aber ja, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch drehen möchte. Ich werde sie aber auf jeden Fall behalten. Und ja, Oster-Salamis habe ich sogar schon aufgefuttert hier. Ich weiß gar nicht, warum ich das da drin behalte. Ein Knusper-Sour-Cream-Dinger, Kräuter-Knoblauch-Dip. Also eingelegtes Pesto, eingelegter Käse. Das finde ich noch ganz interessant hier. Passionsfrucht, Essig. Kann ich auch mal direkt mitnehmen und wegräumen. Das kann auch mal in den Kühlschrank. Eiskaffee gab es ja auch schon mal. Ganz lecker eigentlich. Also so süßes Thyreux-Wasser. Eigentlich für Kinder. Kann man aber auch ganz gut mitnehmen. Dann hier Papa-Cola. Das soll eine grüne Cola sein. Ich bin mal gespannt. Hört sich auf jeden Fall witzig an. Ja, und dann haben wir sogar noch was zu trinken. Fassbrause und ja, das... und Dessertsoße. Ja, ich packe das jetzt alles mal in den Kühlschrank, also zumindest die Getränke. Dann habe ich auch hier noch was vom Bio mit zugeschickt bekommen. Da ist auch was für euch dabei zum Verlosen. Und ach, hier muss ich unbedingt aufräumen. Es ist... ja. Ihr seht das Chaos, ja? Ich räume jetzt mal so ein paar Sachen auf. Und ja, Robert ist auch so... Robert ist halt auch dabei aufzuräumen. Und ja, danach möchte ich eigentlich ins Freibad. Er hat irgendwie keine Lust. Er sagt, er hat keinen Bock mehr auf Schwitzen. Kann ich auch verstehen. Aber naja, morgen soll es bewölkt werden. Deswegen möchte ich eigentlich heute noch raus. Also seid gespannt, was noch passieren wird. Wir haben jetzt hier ein bisschen was rausgeräumt schon. Den Eckschrank hat er nochmal richtig vernünftig aufgebaut. Das Regal, was hier stand, ist jetzt im Ankleidezimmer. Der Bürotisch muss auch noch ein bisschen aufgeräumt werden. Wie gesagt, gleich wird die Couch geholt. Da bin ich mal gespannt drauf, wie gut die jetzt tatsächlich noch erhalten ist. Dann haben wir noch einiges für den Keller, wie man sieht. Und ja, wir hören Musik, wir sind immer noch dran. Es ist mittlerweile irgendwie Mittag.
Ja, und jetzt haben wir hier im Ankleidezimmer, habe ich mir hier so eine Fotowand gemacht mit den Fotos, die mal von mir geschossen wurden. Und die waren die ganze Zeit in so einem Umschlag und ich finde, dafür ist es irgendwie zu schade, wenn sie schon ausgedruckt sind. Und ich habe mir jetzt hier endlich mal so ein kleines Schuhregal gemacht. Und ja, damit das Ankleidezimmer auch mal aussieht wie ein Ankleidezimmer. Und ja, es ist immer noch ein bisschen kuddelig, muddelig, muss auch noch mal richtig aufgeräumt werden. Hier hängen auch noch unsere Sachen von der Hochzeit, die mal in die Reinigung, die in die Reinigung müssen. Wäsche und ja, aber so langsam, aber sicher nimmt es mal Form an. Ich hoffe, wir gehen wirklich noch ins Schwimmbad. Robert hat nicht so Lust. Und ja, wir sind immer noch dran und gleich kommt Roberts Papa und die holen dann die Sachen ab, bringen alles weg und dann zeige ich euch mal, wie es nachher aussieht. Guten Abend. Also, es ist nicht mehr wirklich viel passiert. Robert hat das meiste aufgeräumt und aufgebaut und jetzt gerade packt er so ein Paket aus. Was packst du da auf, Schatz? Wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Oh Gott. Was ist das voll denn? Voll gut. Was ist das denn? Das ist die Slave One, Mann. Das ist das Rauschen von Boba Fett. Toll. Ja, im Maßstab. Ja, ich freue mich. Noch mehr Kinderspielsachen. Yay. Voll gut. Ja, ich zeige euch jetzt mal das Arbeitszimmer, wie das jetzt aussieht. Das Regal ist halt jetzt hier weg. Er hat das Bild aufgehangen. Und wir haben... Moment. Und wir haben jetzt diese Schlafcouch. Und jetzt sind die Regale halt links und rechts von der Couch. Da hängt das alte New York-Bild. Robert und ich waren eben noch essen. Und ihr wisst ja, ich nehme ungern die Kamera mit ins Restaurant, weil ich mir doch noch ein bisschen komisch dabei vorkomme. Ja, er packt jetzt sein Spiel da aus, was auch immer. Modell. Entschuldigung, sein Modell. Und die Mäuschen sind auch ganz aktiv. Hallo. Hallo, Schnubis. Hallo, Schnubis. Guten Abend. Oh, komm her, du Deckel. Jetzt könnt ihr auch mal Hallo sagen. Na, wo seid ihr, ihr Stinker? Wo seid ihr, ihr Stinker? Hallo, Schnuffeli. Hallo, Muckelchen. Und du bist wieder oben auf der Dachterrasse? Hallo. Ja, sag mal Hallo. Guten Abend, du auch. Guten Abend. Hallo. Wie süß. Und du, Schnucki? Sagst du auch guten Abend in die Kamera? Hier? Ja, was ist denn los? Ja, sag mal Hallo. Hallo ihr Lieben, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ja, ich bin ein bisschen krasser geschminkt heute. Oh, was ist das denn hier? Ach so. Ich bin heute ein bisschen krasser geschminkt, wundert euch nicht. Ich habe gerade das Herbst-Winter-Kollektionsvideo von Catrice abgedreht. Und ja, jetzt habe ich das halt alles noch drauf. Und das werdet ihr eventuell schon gesehen haben. Ich werde sie mich heute hochladen, genau. Und dieses Video wird wahrscheinlich am Montag kommen oder am Dienstag, das muss ich mal schauen. Und ja, jetzt habe ich es endlich abgedreht. Die Haare sind noch nass, egal, ich habe es jetzt einfach so abgedreht. Keine Lust gehabt auf eine Frisur. Sagt mir mal, habt ihr auch nie so Bock, irgendwie Frisuren zu machen? Ich bin da extrem faul. Ich bewundere da einige YouTuber, die sich echt immer top vor die Kamera setzen mit irgendwelchen Frisuren und so. Ich beneide das. Aber naja, die Muppis schlafen wieder mal. Es ist Gott sei Dank abgekühlt, es hat geregnet die Nacht und ach, gestern waren einfach 37 Grad und es war einfach zu viel. Ja, heute ist nichts großartig geplant. Wir wollen allerdings später Burger selber machen und wir werden sogar versuchen, die Brötchen selber zu machen. Da bin ich mal gespannt drauf, haben wir noch nie gemacht, weil die gekauften, die schmecken einfach immer wie gepresste Pappe irgendwie. Und ja, was haben wir heute noch vor? Ja, ich werde jetzt das Video bearbeiten. Genau, ich instagramme zwischendurch noch, so typisch Sonntag halt. Und ja, nichts Neues los hier. Oh, so, nichts Neues los. Ja, ich freue mich so wahnsinnig, wir wachsen und wachsen. Also es sind schon über 2700 Abonnenten, ich freue mich einfach tierisch. Und ja. Oh, Schatzi war schon ganz fleißig, wie die ganze Zeit schon, und hat super Brötchen gebacken, die riechen auf jeden Fall schon mega gut. Die sind aber monstermäßig groß. Also wenn ich euch das jetzt mal zeige, ja, fast so groß wie meine Hand. Aber egal, soll ja eine ordentliche Portion werden, weil meistens schaffe ich zwei von den normalen nicht. Deswegen ist ein riesengroßer, glaube ich, perfekt. Und ja,
Habe das Video gerade fertig bearbeitet, es speichert gerade und dann kann ich das endlich gleich hochladen. Es war ganz schön viel zu schneiden, weil es diesmal echt viele Produkte waren und ich hoffe, es geht gleich alles gut. Und ja, wir werden jetzt gleich essen. Die Mäuse schlafen immer noch. Ich will sie euch eigentlich noch gerne zeigen. Aber naja, jetzt schlafen sie. Ich zeige sie euch mal. Sieht so süß aus. Achtung. Da, alle zusammengemuckelt in der Ecke da. Ja, so süß. Da wisst ihr, dass ihr gefilmt werdet? Ihr wisst das genau, ne? Ihr wisst das genau, dass ihr gefilmt werdet? Ja, erwischt. Brauchst nicht rauskommen, kannst ruhig schlafen. Ich gehe schon. Tschüss. Ich wollte es jetzt nicht absichtlich wecken. Aber jetzt guckt sie da gespannt. Ach komm, ich gebe euch ein Leckerchen. Ich habe hier noch Sonnenblumenkerne. Oh ja, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh, kriegt ihr was Feines? Kriegt ihr was Feines? Oh, fein Leckerchen. Lecker Sonnenblumenkerne. Kein Bock drauf? Doch? Nein? Doch? Ihr wisst es noch nicht so recht. Leckerchen, ja? Fein? Na, ich leg's euch einfach mal weg. Die Mäuse fressen jetzt Sonnenblumenkerne, eins ihrer liebsten Essen. Und ich zeige euch jetzt mal, was Robert macht in seinem Spielzimmer. Ja, das ist ein Spielzimmer. Was machst du da, Schatz? Ich baue Boba Fetts Raumschiff zusammen. Er baut Boba Fetts Raumschiff zusammen. Ist das denn zu glauben? Ja, du bist ja schon ordentlich weit gekommen eigentlich, ne? Ja, das ist der dritte Sack erst. 10 gibt's noch. Ja. So was ist dann hier, wenn man keine Kinder hat, dann wird man selbst doch mal zum Kind. Aber er darf das. Er war ganz fleißig und hat ganz viel aufgeräumt hier und gebacken jetzt. Und ich mache nachher die Fleischpatties. Und ja, ich glaube, viel wird es nicht mehr geben heute. Ja, Lego. Ja, wer von euren Männern macht denn oder spielt oder von euren Freunden spielt Lego noch? Das würde mich mal echt interessieren. Ja, auf der Arbeit baue ich allerdings auch Lego mit den Kindern, aber nicht zu Hause. So, ich habe jetzt schon das Fleisch gepresst und gewürzt. Also wir haben hier so 4 Patties und dann kommt da noch lecker Käse drauf. Und was aber absolut nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall Bacon. Den werde ich vorher natürlich in der Pfanne braten und in dem Fett werde ich dann die Patties braten. Genau. Du brauchst gar nicht so gucken, ich filme dich schon nicht, keine Panik. Schatzi läuft hier nämlich noch im Gammelmodus rum und ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass die Burger gleich schmecken und mit den Patties bin ich schon sehr gespannt. Aber wir haben schon mal einen so probiert und der war echt super lecker und fluffig. Ich glaube, das ist eine gute Alternative, wenn man diese Fertig-Burger-Brötchen nicht so mag. Und ja, wir mögen sie nicht so. Und ja, Schatzi hat Star Wars Channel geguckt, ich habe YouTube-Videos geguckt, habe mein eines Video hochgeladen und später möchte ich eigentlich noch diesen Vlog jetzt bearbeiten, dass ich den... Ich muss mal gucken, wann ich die dann immer online stelle. Ich möchte da jetzt eigentlich schon gerne Regelmäßigkeit reinbringen. Ich hoffe, ihr guckt es gerne. Also ich schaue so Vlogs bei Leuten total gerne. Das ist wie so eine Serie. Egal, ob sie jetzt zu Hause sind oder was Spannendes machen. Ich finde es eigentlich immer ganz interessant. Und ja, bin mal auf eure Meinung, euer Feedback gespannt. Es ist jetzt aber erstmal geplant. Es wird jetzt erstmal ein paar Mal was kommen, denke ich. Und dann schaue ich mal, ob ich damit weitermache oder es dann sein lasse. Aber erstmal testweise werde ich auf jeden Fall so Vlogs machen, also so Follow My Weekends, also Weekend-Vlogs, wie auch immer. Oh, wir sind fertig mit den Burgern und sieht der nicht lecker aus? Ich zeige euch den mal, gerade. Achtung. Oh, yummy. Oh, der Käse ist so geil geschmolzen. Und ich glaube, dass der sehr, sehr, sehr geil wird und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich verabschiede mich für diesen Vlog. Wir gucken jetzt noch ein paar Folgen, 1 oder 2 Folgen Game of Thrones und ich lasse mir diesen super leckeren Schokopudding. Also es ist echt der beste Schokopudding, den ich bis jetzt gegessen habe. Der von Alpro, dieser mit der dunklen Schokolade allerdings. Warum ist es jetzt so dunkel hier drin? Ah ja. Der mit der dunklen Schokolade, oh, der ist der Hammer von der Konsistenz und vom Geschmack.
wirklich der allerbeste bis jetzt für mich. Probiert den unbedingt mal aus, wenn ihr den noch nicht kennt. Und ja, das war's. Ich hoffe, es war, obwohl wir eigentlich nur zu Hause waren, mehr oder weniger, beziehungsweise ich die Kamera zu Hause gelassen habe, ja, trotzdem interessant für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Da haben wir Besuch. Ich hoffe, das wird kein Problem sein, dass ich trotzdem filme. Da machen wir auf jeden Fall mehr. Ich denke mal, wir werden nach Frankreich rüberfahren und dann nehme ich die Kamera mit. Und dann gibt es auch mal was anderes zu sehen. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss!